Wie mache ich ein Geschäft? Die Frage haben Sie sich bestimmt schon öfter gestellt. Ich habe die Antwort für Sie. Sie brauchen eine originelle Idee und müssen sie irgendwie so umsetzen, dass die Leute bereit sind, Geld dafür auszugeben. Ganz einfach. Leichter gesagt als getan, aber die Projekte in der Kategorie Business dieses Jahr haben gezeigt, dass man auch Taten folgen lassen kann, und zwar ohne, dass es dabei unbedingt in erster Linie um Geld gehen muss. Im Zentrum stehen Umweltfreundlichkeit, Empathie und Geschmack. LKW Walter, Entwicklung eines europäischen Netzwerkes im kombinierten Verkehr. Ein Projekt der HAK HAS St. Johann im Pongau. Kombinierter Verkehr bedeutet die Verknüpfung verschiedener Transportmittel, um eben das effizienter zu machen, Kosten zu sparen, Container einzusparen und vor allem CO2 einzusparen. Normalerweise fängt die Route eben, wird durchgeführt mit dem LKW. Und das verbraucht eben sehr viel CO2 und ist auch relativ teuer. Wir haben eben geschaut, dass wir es auf die Schiene kriegen können und haben eben herausgefunden, dass es sich mehr rentiert, dass bis zu 80% CO2 einsparen kann und 14% Containerkosten einsparen. Fazit: ein nachhaltiges Projekt, das vor allem diesem Ball hier helfen wird. Viva Aronia, ein Projekt der HLFS Ursprung. Die Apfelbeere oder auch Aronia-Beere soll angeblich wahnsinnig gesund sein, aber das Schöne ist, man kann sie in allen möglichen Formen anbieten und ich darf das alles kosten. Also die Apfelbeere, sie ist wirklich sehr gesund. Sie enthält sehr viele Anthocyane. Diese Anthocyane binden die freien Radikale und aufgrund dessen ist die Aronia auch krebshemmend, leberschützend, antimutagen und es ist eine sehr gesunde Frucht und sie enthält diese Anthocyane um ein Vielfaches höher wie andere Früchte. Wir haben einen Informationsabend veranstaltet. Zu unserem Überraschen sind auch viele Privatpersonen gekommen, die gesagt haben, ich möchte wissen, was diese Beere ist. Viva Aronia! Empalogia, ein Projekt der HTL3 Rennweg. Nett und hilfsbereit sein ist wichtig, aber diese beiden Herren hier zeigen, dass man es auch organisieren kann, damit niemand mehr eine Ausrede hat. Empalogia heißt diese soziale Plattform. Wie funktioniert das denn bei euch? Ja genau, damit sich Leute engagieren können, die nicht wissen, wie und wo, haben wir eine soziale Plattform ins Leben gerufen. Sie zum Beispiel gerade einen Informationsstand oder so planen und dort noch Helfer brauchen, können Sie da ganz leicht Hilfe anfordern. Primär geht es eben um Aktionen, die man alltäglich machen kann. Die findet man eben auf der Website, also einer Plattform eben. Es geht darum, dass zum Beispiel Leute gemeinsam Müll trennen oder zum Beispiel Geräte nicht in den Standby-Modus schalten, sondern wirklich ausstecken und damit eben Strom sparen können.